Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Sue testet Produkte. Ich bin Sue. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute für euch etwas ganz Besonderes und zwar haben wir hier eine kleine Soundbar für euch, die wir sogar schon bereits haben. Deshalb kann ich euch sagen, dass das eine super Qualität ist, Preis-Leistungs-Verhältnis optimal ist. Ich werde euch jetzt einmal den Lieferumfang der Soundbar zeigen, dann ist die ratzfatz installiert, zwei, drei Handgriffe und dann werdet ihr sie auch hören. Diese Soundbar besitzt vier verschiedene Anschlüsse. Sie hat einmal einen 3,5 Stereo Mini Jack Anschluss, einen Digital Optimal In Anschluss, einen Stereo RCA Anschluss und einen USB Anschluss. Dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Dann öffnen wir das Ganze einmal. So, immer schön vorsichtig, nicht zu tief schneiden. Man weiß immer nicht, wie es verpackt ist. So, einmal beiseite gelegt. Und dann schauen wir uns das Ganze schon an. So. Okay, hier haben wir schon die Gebrauchsanleitung und das erste Kabel. Dann schauen wir weiter. Ist wie Weihnachten, man hat immer was zum Auspacken. So, alles super gut verpackt, wie ihr seht, für den Transport ohne jegliche Beschädigung. Da gut gepolstert. Das finde ich ist immer wichtig, dass die Verpackung stimmt, wenn sowas ankommt und schon die ersten Macken hat und zurückgeschickt werden muss oder ähnliches, ist sowas immer sehr ärgerlich. So, da haben wir die wichtigsten Komponenten schon mal. Dann können wir den Karton beiseite stellen. So, ich komme sofort wieder. So, dann schauen wir. Hier haben wir den Adapter drin. Und das Befestigungsmaterial, wenn benötigt wird. Ein Anschlusskabel ist auch mit dabei. Ganz normal. Steckdose, Gegenstück für in die Soundbar. Dann haben wir hier ein Anschlusskabel. So. Und sogar Batterien für die Fernbedienung sind im Lieferumfang mit inbegriffen. So, dann schauen wir mal schnell nach der Fernbedienung. So, hier ist das Schurkestück auch schon. Wie ihr seht, recht leicht verständlich, übersichtlich, laut, leise, alles, was so benötigt wird. Dann werden wir die Batterien direkt einmal einlegen, damit, wenn ich euch die gleich anschließe, ihr auch den Sound direkt hören könnt. So, übliche Problem bei Frauen, Fingernägel. Je nachdem, was man öffnen will, schwierig. So, da haben wir sie schon. Müll packen wir mal auf Seite. So, wir machen jetzt als erstes die Fernbedienung startklar und dann zeige ich euch natürlich auch die Soundbar ausgepackt und wie sie mal eben angeschlossen wird. Und dann können wir auch schon den ersten Klang hören. Ich habe uns schon einen USB-Stick bereitgelegt mit Musik drauf, damit ihr das auch direkt hören könnt in meinem Video und euch einen ersten Eindruck davon machen. So, jetzt packen wir erstmal die Soundbar weiter aus. So. Schieben wir einmal die Folie zurück. So. So sieht das gute Stück von vorne aus. Da ist einmal die Marke drauf, Winners. Die genaue Bezeichnung nenne ich euch jetzt auch gleich noch einmal. Hier habt ihr die ersten Bedienknöpfe für die Soundbar. Und hier sind natürlich die eben erwähnten Anschlüsse. Wie ihr seht, das Ganze ist recht kompakt und übersichtlich, hat aber für die Größe einen echt super Klang. Wie gesagt, ich habe schon so eine in einem anderen Zimmer montiert, deshalb weiß ich, dass die gut ist und kann euch die also auch wärmstens empfehlen. Und das werdet ihr jetzt gleich selber hören. So, das geht jetzt ratzfatz. Sekunde. Wir öffnen mal schnell das Kabel. So,
schon. Steckdose habe ich uns auch bereitgelegt. Mensch, alles im Vorfeld dran gedacht. So, dann haben wir hier einmal den Power In. Zack. Wie ihr seht, haben wir hier auch noch die Gebrauchsanleitung und das Kabel, aber ich denke, das wird für euch wohl nicht so interessant sein. Dann werde ich jetzt den USB-Stick installieren und dann hört ihr auch gleich schon was. So, da seht ihr, zack, wie immer andersrum, ihr kennt wahrscheinlich das Problem. So, wie ihr hört, da ist sie schon. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, unter anderem das Volumen zu ändern. Also von der Lautstärke her. So, machen wir mal wieder was leiser, sonst hört ihr mich nicht mehr. Könnt natürlich auch die Titel wechseln. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeiten, den Bass, die Höhen, alles separat einzustellen. So, jetzt wie ihr seht hier, haben wir die Box. Drehen das Ganze mal ein bisschen, damit man das so ein bisschen hier auch besser sehen kann. Das Lied ist nicht ganz so gut, um euch die Höhen und den Bass zu zeigen. Wir gehen mal ein Lied weiter, da kann man das wunderbar. Und hier stellen wir jetzt zum Beispiel die Höhen ein. Ich hoffe, das kommt im Video überhaupt richtig rüber. Also von der Qualität, vom Soundklang her, ist dieses kleine Ding echt spitze. Schauen wir mal noch ein bisschen mehr Bass mit rein, das hört man auf jeden Fall. So, machen wir das Ganze mal ein bisschen leiser, damit ihr mich auch wieder besser hören könnt. Dann seht ihr hier einmal nochmal genau, hier oben habt ihr laut, leiser, rechts, links, um die Soundtracks zu wechseln, Start, Stopp. Und hier unten könnt ihr einzeln einmal Höhen-Bass-Einstellungen vornehmen. Dann hat die kleine auch hier oben noch Bedienfelder. Hier seht ihr zum Beispiel, ist Song rechts, links, also weiter oder vor. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, das Ganze über euer Handy zum Beispiel via Bluetooth zu verbinden. Das heißt, ihr müsst nicht zwangsläufig einen Stick einstecken. Und hier ist natürlich der allseits bekannte An-Aus-Knopf. So, im Großen und Ganzen, denke ich, habt ihr einen ersten Eindruck von dieser Soundbar bekommen. Wie gesagt, ich besitze bereits so eine Soundbar und nutze sie auch sehr häufig und kann dementsprechend euch wirklich nur sagen, Preis-Leistung, Qualität, alles Daumen hoch, top, sehr zu empfehlen. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen und ihr lasst mir vielleicht einen Daumen hoch da oder abonniert meinen Kanal und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!